Mittlerweile ist es bereits sommerlich warm. Viele genießen die frische Luft, lüften großzügig und essen im Freien. Darüber freuen sich aber auch ungebetene Gäste, wie zum Beispiel die Fliegen. Sie sind meist in der Nähe von Speisen und Getränken anzutreffen. Und wer glaubt, sie seien halt lästig, aber sonst unbedenklich, der irrt. Worauf man konkret achten sollte und wie sie die lästigen Insekten loswerden, erklärt gleich im Studio Schädlingsbekämpferin Marianne Jäger. Zuvor aber die Fakten von Jana Herunter. Wenn sich Fliegen auf das frisch zubereitete Essen stürzen, ist das nicht nur unappetitlich, sondern auch unhygienisch. Man will sie einfach nicht in der Nähe haben. Erst recht nicht, wenn man weiß, wo sich die fliegenden Lästlinge sonst noch so aufhalten. Fliegen haben einen guten Geruchssinn, weshalb sie Essbares schon aus der Ferne wahrnehmen. Fleisch, Käse oder Obst, organische Substanzen aller Art zählen zu ihren Nahrungsquellen. Aber auch Müll, Kompost und Exkremente locken die Insekten an. Orte, an denen Tiere leben, dazu zählen vor allem Bauernhöfe, sind für die Insekten außerdem besonders interessant. Fliegen gelten als Hygieneschädlinge, da sie Träger von bis zu 2 Millionen Erregern sind und diese zumeist durch Ausscheidung auf ihrer Futterstelle übertragen. Fliegen leben im Schnitt ein paar wenige Monate und legen in dieser Zeit mehrere hundert Eier, aus denen Maden schlüpfen. Einige Fliegenarten bekommen aber auch lebenden Nachwuchs, das heißt, sie gebären direkt Maden. Als Brutstätte beliebt ist dafür insbesondere ihr Fressen. Auch wenn die Verschleppung von Erregern wichtig für den Zerfallsprozess und damit den natürlichen Kreislauf ist, sind Fliegen Überträger, die bei Menschen Infektionskrankheiten wie Salmonellen und Typhus auslösen können. Auch wenn die Tierchen harmlos wirken, ist es nicht empfehlenswert, Nahrung zu sich zu nehmen, die von Fliegen befallen war. Am besten, man lässt den lästigen Insekten nicht alle Zeit der Welt, um ihre Eier oder Maden abzulegen. Ja, Frau Jäger, bis zu 2 Millionen Erreger übertragen Fliegen. Welche Erreger sind das denn? Naja, zum Beispiel Ruhr, Typhus, Cholera, Salmonellen, Maul- und Klauenseuche, Fadenwürmer, allerdings auch der Helicobacter pylori, der so eine Magenentzündung und Magengeschwüre verursacht. Ja. Ja, das ist alles nicht wirklich auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber dennoch hat man das Gefühl, es passiert selten was. Wie erklären Sie sich das? Weil oft der Zusammenhang nicht gesehen wird zwischen den Fliegen, die die Erreger übertragen, und dem Ausbruch der Krankheit. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben auch schon andere Jahrhunderte erlebt. Wenn wir ein Wurstsemmel essen, wo halt zufällig mal kurz eine Fliege draufgesessen ist und wir essen sie fertig, dann haben die Erreger auch keinen Zeit oder keinen Zeitraum, um sich zu vermehren. Mhm. Und dann machen sie uns auch nichts. Mhm. Blöd ist nur, wenn wir diese Wurstsemmel dann in der Sonne stehen lassen und das kann alles wachsen und die Bakterien wachsen und vermehren sich ja dann irre schnell und dann essen wir sie. Das wäre peinlich. Sie sprechen es an, wie schützt man sich denn jetzt am besten im Freien? Es kommt ja nicht selten vor, man sitzt draußen, isst, trinkt was und also ganz oft ganz banal, es gibt so lustige Deckel, so Bierdeckeln, die man so oft klappt für den Saft oder für das Bier, wie auch immer. Also das wäre mal das Erste, weil auch die Fliegen so lustig im Kreis ums Glasl herumrennen. Im Freien kann man auch so Lichtfallen verwenden, also aber nicht im Sommer, weil da catcht sich dann mit dem Sonnenlicht, aber in den schattigen Bereichen. Ansonsten kann man im Freien relativ wenig dagegen machen, außer vorbeugend schon dort die Brutstellen behandeln, wo sich die Fliegen gerne entwickeln. Der Komposthaufen oder ja, wo halt Fliegen gerne sind. Wie macht man das? Da gibt es zum Beispiel es gibt erstaunlich viel gegen Fliegen. Also man sieht, es ist ein Problem. Ein Staub, den man in die Mülltonne einarbeitet, wo die Larven dann auch schon sterben. Das riecht auch ganz angenehm, also damit man auch den eigenen Müll sozusagen fliegenfrei hat. Also für die anderen kann man eh nicht reden, aber den eigenen kann man wenigstens fliegenfrei machen. Ansonsten sind einem die Hände gebunden. Fliegen können wahnsinnig gut riechen und können weite Strecken fliegen, um zu ihrer Nahrung zu kommen. Und dafür kann man sich nicht schützen, nicht? Wenn irgendwo ein Pferdestall ist oder wie auch immer, dann kommen sie einfach. Und wir haben die Wurstsemmel am Tisch. Ja? Genau. Und wie schützt man sich jetzt in der Wohnung, im Haus? Im Haus gibt es natürlich ein bisschen mehr. Also das gute alte Fliegengitter darf man nicht vergessen. Überall, wo Fliegen reinkommen, sollte man es zumachen. Es gibt auch so lustige Insektizide-Anwendungen, wo man halt ein Insektizid also bei den Fensterrahmen verwendet, damit die Fliegen, die sich hinsetzen, sterben, wäre eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch die Fliegenfallen, wo sie hineinplumpsen, werden angelockt durch den Lockstoff, der drinnen ist. Und
plumpsen dann rein und sind tot. Und den kann man überall hinstellen, den ist total unbedenklich. Hinstellen. Ja. Kommt davon ab, hübsches gibt es in groß und kleinen für die Fruchtfliegen. Man kann auch so lustige Abziehbildchen an die Scheiben picken. Gibt es in verschiedenen Designs. Die kleben ein wenig, aber nicht, weil sie kleben, also weil sie picken sollen, sondern da ist ein zuckerhältiges Nahrungsmittel drauf, also Futter drauf. Und die Fliegen setzen sich hin, lecken daran und sterben. Das ist also die unscheinbare Variante für Zimmer, Fenster oder so. Gibt es natürlich auch in groß, man kann das natürlich auch in groß irgendwo hinstellen. Auf die Veranda oder sonst wohin. Ist auch der gleiche Futter, das gleiche Futter drinnen. Fliegen kommen hin, lecken daran und sterben. Zum Beispiel. Man kann sie natürlich auch wegfangen mit Klebestreifen. Dieses Blaulicht, das wir da haben, zieht, oder Schwarzlicht, zieht die Insekten an und sie bleiben dann auf diesen Klebestreifen hinten kleben. Das schaut nicht so gut aus. Ja, das ist schon wild, so habe ich das Ängste. Aber ganz verbreitet sind ja auch so Stecker, die man in die Steckdose eben stecken kann. Würden Sie die empfehlen? Die funktionieren wunderbar, da wird ein Wirkstoff abgedampft und die Insekten sterben. Also für Wohnräume oder wo man dann vorher durchs Fliegengitter vielleicht oder nachher lüften kann, wunderbar. Wo ich es auf keinen Fall verwenden würde, wäre im Schlafzimmer. Ich weiß, was da drinnen ist, also im Schlafzimmer. Bitte nicht. Oder im Kinderzimmer. Nein, noch ärger, nein, bitte nicht. Also es ist nicht nur schlecht für die Fliegen oder gefährlich für Fliegen. Ja, nein, es ist ein Wirkstoff, das ist ein Biozid. Das sollte man nicht nur einfach so im Raum verdampfen lassen, wo Kinder schlafen. Ja. Also drinnen kann man sich, sehe ich, doch ein bisschen, schützen. Kann man sich ein bisschen wehren. Draußen doch schwierig. Frau Jäger, vielen Dank für das Gespräch. Ja,